Willkommen zurück zum Let's Play von Dawn of War 2. Kümmern uns jetzt um die Typhon Arena und ja, kriegen dann eine schöne Sprengladung. Ihnen. Ja, kommt doch selber raus. Gier mich nicht immer. Wenn wir doch mal den Spaß. Nein! Naja gut, okay, ab und zu mal muss ich sie auch. Sonst jammerst du noch oben. Eldar-Krieger genau. Sind ausgerückt, um das Ziel zu verteidigen, Kommandant. Sie hoffen, seine Flucht decken zu können. Kein Zweifel. Das können wir nicht zulassen. So. Kleiner. Was für kleine Säcke? Kleiner. So, du machst so ein... Ich wollte gerade ein Sprengpack legen. Also, schmeißen. Ja, was du meinst. Ja, ich wollte mich trotzdem korrigieren. Ja, bevor du wieder anfängst. Kettenschwert. Scout-Trupp bereit für Befehle. Erste gescheite Waffe gegen Eltern. Nein. Ein Energieschwert wäre eine gescheite Waffe gewesen. Ich sagte, die erste gescheite Waffe. Wir gehen hier links rum, weil dann können wir direkt runter zum Kommunikationsfeld gehen. Ja, ich will aber dann eigentlich die Gießerei holen. Du? Das nicht? Meine ich doch. Gewundert, was für ein Kommunikationsfeld. Also er meint hier das Ding hier. Links und hinterher. Vorsicht, Granate bei Cyrus. Oder Granaten. Okay. Ja, da konnte ich gar nichts machen. Also das war jetzt überhaupt nicht meine Schuld, dass der Kommandant gestorben ist. Da konnte ich nichts machen. Die haben den fünfmal zurückgestoßen und dann kam ein Sniper-Schuss aus der letzten Ecke. Das ist natürlich immer noch im Kampf. Ärgerlich. Der konnte noch nicht mal irgendwie fliehen reingehen. Ja, hier, ich kann auch Sniper. Achso, du holst ihn wieder, nehme ich hier einen. Deswegen hängt er hier auch in der letzten Ecke. Ziel eingenommen. Jetzt sagen, bevor die Tilgung des Scout. Ja, mal geht's außen rum, weil wir uns dadurch. Oder nee, wir gehen hier gerade über die Brücke und dann runter. Wir gehen gerade, ne? Ich habe jetzt keine Lust, hier zurückzugehen. Das dauert nur unnötig lange. Ja, also wie ein Oberkommandier dann auch. Hör auf. Ich brauche eigentlich bloß ein Sprungmodul oder ein Teleporter, das ist ja schon ganz lustig. Oh ja, genau! Wisst ihr, was ich meine? Du fliegst 10 Kilometer noch weg! Ausdünnen.
abgedeckt irgendwie. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass das so war. Wow. Ja, man muss Sound aussetzen, das will irritieren. Vergeudet nicht, was der ist. So, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Nicht anschießen. Ey, bleibt stehen. Ja, ich glaub schon, ja. Boah, ja, genau. Wollen sie es aber wissen hier. Warte mal ab, die werden bestimmt noch mal kommen und uns nerven. Ja, glaube ich. Wenn der uns nicht vor uns gefolgt ist, der eine. Was, der Sniper? Das waren vor uns zwei zwischenzeitlich mal, deswegen. Jetzt werde ich relativ schnell feststellen. Granate. Stunde wieder. Okay. Ah, hier oben wird bestimmt nochmal irgendwo einer hocken. Ah, Moment, Moment, Moment. Der geschützte Umwachter hat gerade auch schön Blatt gemacht. Ja, deswegen habe ich den da hingestellt, damit die uns nicht in den Rücken fallen. Die spawnen nämlich nach. Taktische Positionsverlagerung. Ich war so in Erinnerung, dass er so stark war. War doch eigentlich nur da, um Zeit zu schinden. Bestätigt. War nur ein einzelner Trupp. Ah, jetzt machen sie da aber Blatt. Ja, ist ja egal, wenn sie uns nicht hinterher rennen. Mir das eigentlich egal. Wir sind die Augen und gut. Komm, 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 schmeiß. Halten aber lange durch, ne? Also der Schützturm. Gerade bei Cyrus, nur damit du Bescheid weißt. Oh, 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 da oben ist ein Hundelaser. Bin schon mal gespannt, ob sie wegrennen. Ja, sie rennen weg. Ja, da hab ich... Kann ich jetzt mal etwas früher sagen können. Boah, jetzt... Ich geh wieder runter. Was hat denn gekillt? Was hat denn gekillt? Ich weiß nicht, es waren 2-3 Tropskartisten. Okay. Also eigentlich nix gravierendes. Der Feind zerstört ein wichtiges Gebäude. Oh Mann, das gibt eine schlechte Wertung. Ach nee, der Oberkommandierende war ja schon tot. Dann ist es ja halb so wild. Feldgeneratoren jetzt im Einsatz, Kommandant.
Weitere Generatoren werden bis zu ihrem nächsten Einsatz nicht verfügbar sein. Nach seinem Willen. Läuft da ist ein Runlaser. Sollte eigentlich gerade wegsnipern, aber hat er irgendwie konnte nicht hingekriegt. Ja, genau. Aus der Deckung her gekillt. Missionsziel. Oh, das war's. 3, 2, 1, meins. Die Eldar wissen, dass die Tyranniden kommen. Das erklärt ihre Aktionen mit den Orks. Oh, ganz schön kurz. Ha! Eigentlich so. Aufstand könnte die Tyranniden ausbremsen, Thaddeus. Wenn die Eldar das auf unseren Rekrutierungswelten nicht tun würden, könnten wir die Situation zu unserem Vorteil nutzen. Orks und Eldar benutzen, um einen Feind aufzuhalten? Warum sollten wir unsere Zeit damit vergeuden? Wir sind Space Marines. Wir fürchten nichts, denn wir sind die Inkarnation der Furcht. Wir sind vielleicht die Inkarnation der Furcht, Arvidus. Aber wir stehen einem Feind gegenüber, der keine Furcht kennt. Wir werden jeden Vorteil brauchen, den wir kriegen können, wenn wir den Sektor retten wollen. Die Stärke unseres Feindes wächst. Unsere Feinde sich in Acht nehmen, denn der Sieg ist unser. Okay, dafür wollen wir sehr schnell. 12 Minuten. Macht eigentlich, da kriegen wir auch wenig. Auch erwartet. Die Eldar haben sich also mit den Orks verbündet, um die Tyranniden auszubremsen. Ja, Nemerian wusste definitiv von den Tyranniden. Das erklärt vieles. Aber wir haben Berichte über andere Eldar-Aktivitäten in diesem Sektor bekommen, die nicht mit den Orks zusammenhängen. Die Eldar haben ganz klar noch andere Pläne, aber keiner davon ist gut für uns. Ich werde Sie über alle weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden halten, Kommandant. Was können Sie uns über die Tyranniden sagen, Cyrus? Die Tyranniden sind anders als alle anderen Bedrohungen, die wir gesehen haben, Tarkus. Orks operieren vielleicht in großen Mobs, aber sie haben trotzdem individuelle Anführer, die sie vereinen. Tötet man die Anführer, sind die Mobs geschwächt und zerschlagen. Eine Tyranniden-Flotte ist jedoch ein einzelner massiver Organismus. Jedes Wesen im Schwarm ist einfach nur ein Teil eines schreckenerregenden Bewusstseins. Wir können die Moral der Tyranniden nicht brechen und uns nicht ihren Stolz zunutze machen. So etwas gibt es bei ihnen nicht. Und für jede Bestie, die wir töten, stehen Millionen bereit, ihren Platz einzunehmen. Aber was wollen sie? Der Schwarm verschlingt ganze Welten. Sein Ziel ist es, sich zu ernähren und zu wachsen. Und er wird nicht aufhören, bis die ganze Galaxie verschlungen ist. Kommandant,
Die Orks unterminieren weiterhin unsere Verteidigungen auf Calderis. Wir müssen diese Verteidigungen unterstützen, wenn wir eine Chance haben wollen, die Tyranniden aufzuhalten. Ja, dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wir sehen uns dann auf Calderis wieder. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.